Ich arbeite seit mehreren Jahren für Brass for Peace. Hauptsächlich mache ich dabei Bring- und Hohlfahrten für die beiden Volontäre. Bringe also Schüler in die Schulen zum Unterricht und hole die Volontäre ab von Talita und bringe sie in die anderen Schulen. So wie jetzt auch. Jetzt habt ihr ja bald ein Konzert und da habe ich euch beide hingebracht. Ich denke, Brass for Peace ist eine großartige Chance für die Kinder hier. Sie lernen natürlich nicht nur Musik zu machen, sondern außerdem haben sie auch die Chance, sich in der Gruppe zu bewegen und zu lernen, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie mit den anderen klarkommen. Musik fördert noch dazu die Intelligenz der Kinder. Sie lernen ihr Gehirn zu benutzen. Sie müssen richtig sich konzentrieren. Das alles zusammen, die musikalische Ausbildung und der soziale Aspekt und außerdem noch das Intelligenzfördern der Kinder, das ist eine ganz riesengroße Chance, die Brass for Peace den Kindern gewährt. Natürlich seid ihr Volontäre, richtig. Ich erinnere mich noch an Wiebke. Sie war einfach hundertprozentig in der Arbeit, bei der Musik. Und das haben die Kinder gespürt. Bei euch ist auch wirklich klasse, was ihr macht. Ihr macht einen großartigen Job, genauso wie eure Vorgänger, Konstantin zum Beispiel. Und das ist einfach spitze. 1A, wirklich 1A.